Das ist jetzt eine Waldviertler Uraufführung. Die Dinger, die ihr da seht, das sind russische Hörner. Russisch jetzt nicht, dass wir politisch korrekt bleiben wegen dem rustikalen Aussehen, sondern von der Entstehungsgeschichte her. Normal ist ein Horn krumm, also auch das Wiederhorn oder so immer krumm. Das Alphorn schon ein wenig gerade. Die russischen Hörner sind so entstanden: An einem Montag um 6:45 in der Früh ist ein D-Zug durch die kasachische Wüste gerast. Der Lokführer war vom Sonntag noch ein bisschen gut drauf und hat eine Herde Antilopen übersehen. Wie das weitergeht, könnt ihr euch vorstellen: viel Blut, viel Fleisch und eine Menge abgebrochener, gerader Antilopenhörner. In allen Längen, so alt die Tiere eben waren. Die liegen dort in der Sonne herum, das Fleisch geht seinen Weg, die Fliegen sorgen dafür. Die Hörner bleiben über. Eines Mittwochs um 7:30 am Abend kommt eine Schülergruppe, denen stinkfad ist. Wie oft Schulkinder nehmen stinkfad ist, sieht diese Hörner, bricht die Spitze ab und trötet hinein. Ja. Ein russischer Großgrundbesitzer erkennt die musikalischen Talente, stellt sie in einer Reihe auf, der Länge nach, dass er die Übersicht hat, und sagt: Teure Instrumente können wir uns nicht leisten, wir haben auch hier keine Kunden Instrumentenmacher. Wir spielen auf den Antilopenhörnern. Nur wie das eben so geht, die D-Züge werden mehr, die Antilopen weniger. Die Idee war geboren und man hat dann begonnen, diese Dinger in die Hand, die Erzeugung dieser Dinger in die Hand von russischen Spenglern zu geben und hat dann eben recht rustikal diese Dinge nachgebaut. Jetzt werdet ihr euch fragen, wo bringen wir hier in Drosendorf die russischen Spengler her? Das Geheimnis ist schnell gelüftet, es gibt bei jedem Kurs irgendwann einmal einen Punkt, wo man ein wenig Ruhe braucht und einmal einen spielfreien Nachmittag. Es ist zur Tradition geworden, dass an diesem spielfreien Nachmittag die jungen Musiker mich in meiner Werkstatt hier im Waldviertel besuchen und mit mir etwas basteln. Die letzten 2 Jahre haben wir Naturhörner gebaut, die sind aufgewickelt, rund. Und heuer sind wir auf die Idee verfallen, diese russischen Hörner nachzubauen. Wo sind die russischen Blechschmied, die Traumkreuz. Kommt her. Alle russischen Blechschmiede zu mir. Wir sind die Helden, die aus diversen Resteln und Röhren diese Dinger gemacht haben. Sie haben sich schwarze Hände geholt, aber schon gewaschen. Genau. Wir müssen jetzt einen Schritt zurückgehen. Jetzt sind wir nochmal geklatscht. Sowas. Der Dirigent steht einmal so im Buckel zum Publikum, mache ich auch, und gibt Tempo. Das muss ich nicht machen, ich gebe nur Einsätze. Weil jeder Ton ein eigener Einsatz ist. So, Leiter. Funktioniert also, man kann sich das ein bisschen Orgelpfeife vorstellen, wir sind ja die einzigen, die keine Noten brauchen. Wir spielen das aus. Und zwar deswegen, weil genau diese Musik an und für sich gut bekannt ist. Was spielen wir jetzt eigentlich? Okay, passt, ja. Wiederholung.
Dirigenten fehlt. Applaus.